Seit der Reichsgründung im Jahre 1871. Als erste Deutsche haben die Astronauten Meyer und Pöhlmann vor kurzem den Mond betreten. Hier noch einmal die Bilder, die kein Deutscher je vergessen wird. Das ist der Ausstieg der Landefähre, von der Seite aufgenommen. Die Kamera ist außen auf einem Landebein montiert. Pöhlmann wird als erster die Fähre verlassen. Und da ist er schon. Mit einem Sechstel seines irdischen Gewichtes setzt er elastisch im Mondstaub auf. Hier, von Pöhlmann aufgenommen, Wotan 1. Die erste Mondlandefähre der Bundesrepublik Deutschland. Und hier die erste Fußspur des ersten Deutschen auf dem Mond. Jetzt müsste Meyer, der vierjährige Kommandant von Wotan 1, da kommt er, mühelos, wie er es monatelang im Simulator geübt hat. Und nun erwarten wir, dass die Fahne der Bundesrepublik, jawohl, Pöhlmann hat sie schon aufgestellt. Und für alle, die es nicht in Farbe sehen können, sie ist schwarz-rot-gold. Unter 68 Astronauten, die in die engere Wahl kamen, hatten sich Meyer und Pöhlmann als die härtesten erwiesen. Neue Atemtechnik und eine unglaubliche, widerstandsfähige Körperoberfläche ermöglichen es ihnen, trotz fehlender Atmosphäre bei Temperaturen von über 100 Grad ohne Raumanzüge zu arbeiten. Das sind wohl bisher die eindrucksvollsten Farbfernsehbilder von der Mondoberfläche. Im Hintergrund rechts die Erde, unser blauer Planet. Links die Landefähre. Und da sind die vorgesehenen Aufnahmen von der Umgebung dieses sehr weit nördlich gelegenen Landegebiets im Mare Frigoris. In der Mitte der Schatten der Landefähre. Da kommen sie zurück von ihrem Marsch zum Krater Aristoteles. Erstaunlich, ihre gute körperliche Verfassung. Allerdings höre ich eben, dass Pöhlmanns Puls auf 160 gestiegen ist. Meyers liegt noch bei 92. Trotzdem erledigt Pöhlmann die bakteriologische Untersuchung des Mondbodens genau nach Zeitplan. Und das sind die Männer in der Zentrale Oberpfaffenhofen. Sie geben der Welt ein Beispiel für deutsche Präzisionsarbeit. Und dieses Bild wird sich uns für immer einprägen. Ein Bild, das jetzt im Augenblick von über 300 Millionen